So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Ich wollte jetzt eigentlich gerade wieder ein paar Level spielen, die mir empfohlen wurden, aber ich habe den Zettel im Moment noch nicht gefunden. Der ist wahrscheinlich in irgendeiner von den Umzugskisten drin. Deswegen gucken wir einfach wieder in das System hier rein, was da Neues ist. Und was da Neues sein sollte, was ich auf jeden Fall auch gerne in dem Part machen würde, ist ein neues Level vom Decay. Was schwer sein soll. Twakes meinte so, übrigens, da könntest du eine Stunde für brauchen. Okay, also insgesamt könnte man es in 1 Minute 24 schaffen. Bisher haben es vier Leute geschafft. Oder es wurde viermal geschafft. Na dann gucken wir es uns doch mal an. At least the music is nice. Und ja, ich soll Beschreibungen lesen. Es ist öfter schon so, dass ich sie lese, nur nicht vorlese. Aber trotzdem erinnere ich mich da nicht dran, was da stand. Also, ja, hier, I'm not even sorry, das war jetzt nicht so eine spannende Beschreibung. Aber ich werde mich bemühen, sie auch vorzulesen, damit ihr registriert. Hey, der hat offensichtlich was bemerkt. So, was haben wir denn hier? Hä? Hör auf damit. Was, da muss ich einfach durchrennen, oder was? Aha. Gott, vorsichtig. Ich komme da nicht mehr. What? Okay. Ah, okay, also direkt losrennen ist schon mal nicht. Dann warte ich ein bisschen. Ist es dann besser? Oder müssen die erst reinladen? Die müssen erst reinladen. Ah, Mist. Mache ich das denn dann mit Glück oder was? Ja, es kann ja nicht mit Glück funktionieren. Hä? Das ist aber. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Na klar, jetzt schießt der ist. Ich verstehe schon das Konzept. Ich muss hier durch diese komische Lücke, ja? Oh Gott, was? Was? Ah, jetzt geht's nicht. Ah, es war nicht so gut. Ich muss ein bisschen mit denen spielen. Oh Gott. Das ist schon mehr. Hat er irgendwelche Kommentare hier eingefügt? Hat er in einem anderen Level jetzt gemacht? Irgendwelche Tipps oder so? Nö. Nee, reicht nicht. Aber sobald der schon einen losschickt, komme ich ja eh nicht mehr durch. Ah. Ich bin jetzt zweimal durchgekommen. Aber wie? Jetzt hat er den schon geschossen und der auch. Und beide scheinen in der Mitte dann den On-Off aufzulösen. Ah, ich hab's verstanden. Sobald der einmal ausgelöst ist, renne ich durch. Okay. Sobald der zurück ausgelöst wurde, renne ich praktisch los.
Dann muss es nur mit dem Feuer passen noch. Na, das würde funktionieren. Und jetzt muss es noch beim Feuer passen, dann ist alles okay. Ach Gott, ach Gott. Na. Ach ja, falsch. Nein, es passt. Ah, es passt. Okay, so. Und jetzt muss ich da irgendwie vernünftig diese Lücke bekommen. Das ist ja super ekelhaft. Ich komme halt nicht... Ah nee, jetzt passt es beim Feuer nicht. Oh Gott. Nein. Nein, das passt mit dem Feuer nicht. Ah. Nein, es passt mit dem Feuer nicht. Ich muss das, also der Innere muss sich auf jeden Fall nach außen gerade drehen. Sonst haut das nicht hin. Und dann muss ich auf die anderen auch gar nicht achten, ne? Ja, okay. Ach, dumm. Als Quatsch. Go! So in etwa. So in etwa. So in etwa. Okay, kriegen wir hin. Ah. Oder wenn die hoch... Ah, ich habe einen besseren Time. Ich habe besseres Timing. Ja, passt. Okay. Gutes Timing. So. Jetzt muss ich hier einfach ein bisschen... Oh Gott. Okay, auch das kriegen wir langsam hin. Auch das kriegen wir langsam hin. Nice. So, da komme ich halt eh nicht runter. Es würde mir auch gar nichts nützen. Also. Hi. So, vorsichtig. Das ist halt... Ah, ich mag diese Dinger überhaupt nicht. Vorsichtig. Und dann bin ich... Ah. Eieiei. Und dann bin ich einmal in der Lücke stehe. Eieiei. Gut, aber das klappt halt. Das ist echt gut. Und das hier ist... Und ich habe sogar einen Sprung hingesetzt. Ich habe sogar einen Sprung angesetzt. Ah. Okay. So. Hier müsste ich halt einen konsistenten Weg finden, um da reinzukommen, ne? Also einfach so, es muss so ein bisschen seitlich muss es irgendwie gehen. Ah. So von oben runter und dann da gerade rein. Irgendwie sowas. Oh Gott, keine Ahnung. Das ist so... Weil so reindrücken kann ich mich nicht.
Na, die Lücke, ich drücke gerade nach rechts, da passiert gar nichts. Ich muss das irgendwie so... So gezielt reinkommen irgendwie. Gezielt reinkommen. Weiß noch nicht wie. Na, ich hab's verhauen. So. Erstmal da drin stehen. Das wäre das erste Mal, wenn wir das hinkriegen würden. Da wäre ich sehr froh. Weil dann könnte ich zumindest mal gucken, was noch kommt. Ich kann halt noch nicht abschätzen, ob ich den Rest des Levels hinkriege oder nicht. Ich kann es noch nicht abschätzen. Und das ärgert mich. Ich wüsste es gerne. Weil wenn ich was sehe, wo ich sage, kriege ich auf keinen Fall hin, dann hätte sich halt die Geschichte schon längst erledigt. Ah, Mist. Ne? Dann wäre das schon längst erledigt. Ach, ich bin dumm. Na, ich bin immer noch dumm. Nein, ich... So, jetzt. Ah, die Stelle hier unten ist wieder... Ah, das ist so blöd. Ich hasse diese Winde. Warum baut man die ein? Keiner mag die. Nein, ich bin so... Ich hab's wieder falsch gemacht. Kann ich wieder warten. So, jetzt. Na, so. Was passiert, wenn ich mich einfach treiben lasse? Werde ich irgendwann versehentlich da reingesetzt in dieses Ding vielleicht? Habe ich da Glück? Bestimmt nicht. Ah, nee. Habe ich nicht das Glück. Wow, das war knapp. Aber knapp nur nicht zu sterben, nicht da reinzukommen. Ich weiß halt nicht, wie ich das kontrollieren soll, da reinzukommen. So. Okay, okay, okay. Es sieht immer noch so aus, als wäre es immer noch machbar. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ei. Ah, jetzt habe ich den... Das Timing verhauen, es tut mir leid. Zu knapp. Zu knapp. Nee, das ist haut auf. Ich muss eine Runde warten. Es geht nicht anders. Es tut mir leid. Alles andere geht nicht. So, ich will irgendwie von da drüben dahin. Dann scheint es zu gehen. Wenn ich hier von da irgendwie. Na, so ein bisschen weiter von links. Da habe ich dann anscheinend genug Schwung, um in diese Lücke zu kommen. Und dann fallen eigentlich mehr als genug Greifer runter, die mir helfen sollten. Ah, ärgerlich. Nee, jetzt traue ich mich nicht. Ich warte eine Runde. Nein, das reicht nicht. Puh. Nee, es ist zu knapp.
Ah, jetzt habe ich den Sprung nicht halt gekriegt. Go. So, wer weiß, was der Block da oben bedeutet. Vielleicht muss ich den mal auslösen, vielleicht brauche ich den später. Ich könnte mir sowas schon vorstellen. Ja, okay. Wir kommen da auch der Sache näher. Wir kriegen Strategien Stück für Stück hin. Nein, ich habe den Block nicht ausgelöst. Ich hoffe, ich brauche den später nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass ich später von links komme. Von rechts komme, meine ich. Und dann den ausgelösten Block brauche. Sowas könnte ich mir halt vorstellen, weil es dann da weiter hoch geht oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das sah halt schon ganz gut aus, ne? Ich muss weiter rechts und dann rüber. Ja, genau. Okay. Wir kriegen das. Jetzt hätte ich noch springen müssen. Wir werden mehr von diesem Level sehen. So. Okay. Ah, nicht okay. Eieiei. Ach, ich bin ja auch doof. Ich kann das doch schneller machen. Ich habe eine Idee. Jetzt. Fast. Passt auf, ich löse den direkt aus. Dann sollte es doch passen, oder? Ja, das passt. Okay, das haut hin. Nur jetzt war ich wieder zu blöd für. Aber ist okay. Schon, lass mich in die Lücke. Mut zur Lücke, los geht's. Ah, das sah, glaube ich, ganz gut aus. Ich weiß es nicht. Da gibt es bestimmt einen besseren Trick, als das so ein bisschen mit Twilight Error zu spielen. Irgendwie kommt man da bestimmt einfacher rein. Irgendwelche Tasten nicht drücken oder keine Ahnung. Das kann doch nicht random sein. Da gibt es bestimmt einen Trick, das ordentlich zu kontrollieren. Nice. So. Ah ja. Zu langsam. Ah. Ah, das war etwa die Idee. Aber will ich da jetzt dann einfach weitere? Was will ich denn da dann da drüben machen? Die Pflanzen fallen einfach durch, oder? Das sah so aus. Die fallen durch den On-Off durch. Die fallen durch alles einfach durch. Jetzt, wieso kriege ich das denn nicht? Oh Mann. Die Pflanzen sind einfach da durchgefallen. Wow. Na, zu bald. Okay. Zu bald. Durch. Na, wenn das hinhaut, wenn das zeitlich hinhaut, dann sollte es drin sein. Mal gucken.
Das ist jetzt genau die Frage. Dass man da einen Cycle überspringen kann. Ich dachte, ich krieg den, aber ich habe nicht mehr gekriegt. Schade. Wieso sind denn jetzt hier nur drei? Vorhin waren doch da vier, oder? Kann ich einfach... Ist egal. So. Was will ich jetzt hier? Hä? Oh nein! Wart, was? Muss ich auf die Dinger, auf die, muss ich auf den Pflanzen nach oben spin-jumpen? Nee, kann ich ja gar nicht. Nee, ich kann auf die Pflanzen ja gar nicht springen. Ich muss die eine töten, die hier runterfällt. Die hier fällt. Die muss ich genau in dem Moment töten. Das wäre jetzt meine Idee. Weil alles andere wüsste ich gerade nicht, was ich hier tun soll. Zurück geht's auch nicht? Okay. Das wäre gerade mein Gedanke. Keine Ahnung. Das reicht. Das wollte ich. Genau das wollte ich sehen. Guck mal, jetzt sind es vier. Vorhin waren es... Oder die haben sich irgendwie ineinander... Mist. Wahrscheinlich hängt es auch so ein bisschen davon ab, weil man die in den Screen bringt. Keine Ahnung. Nein, ich habe zu bald reagiert. Aber jetzt passt's. Oh, jetzt sind's wieder vier, ne? Das heißt, das kann man auch so ein bisschen manipulieren. Ah. Dann noch rausspringen. Und dann noch rausspringen. Okay. Den kriege ich den immer manchmal nicht. Das ist echt ganz komisch. Irgendwas mache ich da noch grundlegend falsch, glaube ich. Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Lol. Aber ich sehe jetzt, wann ich ganz gut in der Lücke lande, wenn ich ungefähr beim Drittel. Ja, wenn ich ungefähr bei der dritten von links. Bei der zweiten von links, meine ich. Wenn ich es da ansetze. Dann passt. Das haut nicht hin. Aber dann passt das. Eieieiei. Das ist ein ganz schön, das ist ganz schön knapp. Das ist schon ganz schön knapp. Es lohnt sich eigentlich nicht, ne? Wir warten lieber. Wir warten lieber. Dafür passt der dann und haut auch hin. Aber ich habe es schon geschafft. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich denn das gemacht? Ja, toll. Nein, jetzt ist der Block nicht. Ich hoffe, ich brauche den nicht. Ich raste aus, wenn ich den irgendwie brauchen sollte, ne? Alter, das ist neu, dass der mich wieder zurückzieht. Warum passiert denn das jetzt so komisch?
Nice. Und go. So. Achtung. Wenn ich die töte nämlich, ich glaube dann, keine Ahnung. Weil da hoch Spinjumpen, das ist, ich kann ja kein Spinjump. Eben, geht ja nicht. Den Gedanken habe ich ja schon wieder verworfen, ich Doofkopf. Mann, Mann, Mann. Ah, reicht nicht. Viel zu spät. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich die töten kann irgendwie, aber ich weiß nicht, wie. Vielleicht gehe ich auch der völlig falschen Theorie hinterher. Keine Ahnung. Wow! Guck mal, jetzt sind wieder zwei ineinander. Dadurch macht es das Ganze hier deutlich... Egal. Kann ich die nicht töten oder ist... Was soll ich hier tun? Ah. Was soll ich an dieser Stelle tun? Jetzt haben wir halt wieder das Problem, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Ach Gott, ach Gott. Na, das kriegen wir auch langsam hin. Hab ich sie... Hätte ich sie erwischt oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, ob ich da richtig bin. Oh Gott, jetzt sind es fast zu zweit ineinander. Das macht den... Ja, das macht den Bereich da jetzt schwieriger. Oi. Wenn ich wüsste, wie... Was? Jetzt sind die zu dritt ineinander. Oh mein Gott. Das macht den... Ja, macht halt den Bereich immer weiter auseinander. Oh. Das ist mir teilweise echt ein bisschen zu random. Weiß nicht, ob ich hier den Fehler sehe, also ob ich hier der Fehler bin, oder ob das Level einfach nicht so schön designt ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht fehlt mir auch einfach das Know-how über irgendeine Mechanik. Weil was soll ich denn da hinten bei den Pflanzen machen? Die check ich ja nicht. Was nützt mir deren oft bei den Pflanzen? Ist meine Theorie richtig und ich habe einfach bisher nach wie vor nicht getroffen, weil ich doof bin? Was ist da los? Oh, jetzt bin ich nicht gesprungen. Was ist da los? Das sah eigentlich ganz gut aus. War es aber nicht. Okay. Ach, das... Ich bin ratlos, was der hintere Teil angeht. Und zwar komplett. Deswegen... Ich glaube, wir lassen es einfach. Weil ich komme nicht drauf. Ich kann jetzt den vorderen Teil hier noch so offen spielen. Ich verstehe den hinteren ja nicht. Den werde ich auch nicht verstehen, weil ich glaube, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Das bringt so nichts. Das bringt so halt nichts.
Was soll ich mit den... Ich weiß nicht, was ich mit den Piranha-Pflanzen machen soll, deswegen nützt es nichts. Das ist egal. Ich habe keine Ahnung, was ich da tun kann. Die landen weder... Die fallen ja durch alles durch. Ja, aber was... Aber was... Aber was lernt man, wie, was ist da verlangt? Irgendein Glitch? Ah. Ja, sehr schön. Jemand hat ja gefragt, was passiert, wenn man rückwärts geht. Ich werde es gleich mal kurz ausprobieren, aber ich glaube nichts. Weil ich glaube, die Sachen sind dann ja schon auf die Blöcke draufgefallen. Zumindest, wenn die Blöcke so verstehen, so funktionieren, wie ich es verstanden habe. Deswegen denke ich, da passiert nichts. Aber wir probieren es mal schnell aus. Klar, weil das Tempo ist ja entscheidend. Wenn ich jetzt langsam laufe, ist es langsamer. Na, das ist klar. Und wenn ich jetzt zurücklaufe, ich weiß nicht. Ah, dann spielst du doch zurück. Wahrscheinlich, weil die neu reingeladen werden. Wahrscheinlich, weil die neu reingeladen werden. Ich weiß es nicht. Aber es spielt tatsächlich dann rückwärts. Okay. Auch interessant. So. Twakes hat auch ein neues Level hochgeladen. Peacewitch Run of Death vom Rasierer. Was sagt bei Twakes die Statistik? Wir können Erster werden. Das sagt die Statistik. Ah, hier geht's weiter. Ah! Hä? Wait. Ich war jetzt so auf Speedrun getrimmt, aber ich glaube, da soll ich gar nicht speedrunnen an der Stelle, oder? Nee, da kann ich nicht speedrunnen. Ich muss die Plattform da irgendwie runterziehen. Oh, wait, hier ist was zum Anspringen. Ah! Ah, verstanden. Ah, okay, okay, okay. Verstanden. Das passt ja perfekt. So, dann gehe ich hier hoch und dann hole ich mir hier den nächsten. Und spring drauf, wenn er da ist, ja? Okay.
Und jetzt? Habe ich irgendwas falsch gemacht, anscheinend. Muss ich groß sein, anscheinend. Hä? Hä? Oder kriege ich irgendwo so einen Stachelhut? Na, hier komme ich nicht. Moment, ich kann hier hoch. Wait, da ist eine Röhre. Okay. Das war Bonus. So. Ich kann den aber behalten. Das kann... Ah ja, ich behalte den. Ich verliere den nicht. Das ist mein Ziel. So. Jetzt gehen wir hier vorsichtig rüber. Und jetzt passt die Geschichte. Und jetzt gehen die Blöcke nämlich kaputt. Verstanden. Na, jetzt geht das hier kaputt. Jetzt kann ich hier den verlieren und kann raus. So, Checkpoint. Neues Rätsel. Okay, erstmal klarkommen. Wait, da ist ein Pfeil nach oben. Hä? Warum ist da ein Pfeil nach oben? Hä? Warum ist da hoch ein Pfeil? Egal. Ist da eine Röhre? Nee. Egal. Das muss ich noch irgendwie besser timen. Ja, weil das fällt noch zu bald. Da muss ich irgendwas noch anders machen. Ich überlege gerade, ob ich die Beschreibung gelesen habe. Ich glaube ja, oder? Huch! Bin ich auf den On-Off gelaufen. Aber der geht zu bald aus. Ich falle so nicht auf den drauf, wie ich wahrscheinlich drauf fallen soll, oder? Oder? Ah, deswegen ist der Pfeil. Ich muss bis ganz hoch, dann mache ich einen größeren Sprung nachher. Und dann scheint es zu passen. Okay. Dann darf ich nur noch nicht hängen bleiben an dem komischen Block, an dem ersten. Ey, das ist komisch zu timen irgendwie. Ah. Ja, aber jetzt ist irgendwas komplett falsch. Da ist jetzt irgendwas komplett falsch gelaufen. Irgendwie sollen die hier runter teilweise, dann sollen die da hier hoch. Dann soll ich die damit benutzen können. Na, ich soll jetzt hier auf den anderen drauf hüpfen. Ey, wie ist das denn gedacht? Jetzt erstmal wieder Setup verstehen von so einem Twinks-Level. Oh Gott. Ja, aber... Soll das so? Soll der eine da sterben dann? Nachher? Ich komme halt nicht schnell genug weiter an den On-Off.
Ja, Moment. Der soll ja... Hä? Das soll ja anders laufen. So soll das laufen. Irgendwie so. Aber jetzt kommt der nicht hoch. Hä? Halt, ich bin noch gar nicht tot. Oh, und selbst wenn ich es wäre, würde ich nicht neu starten. Ha. Oh Gott, das ist wieder ein Setup, was ich einfach nicht verstehe. Trotz Millionen Pfeile. Es ist schon klar, ich soll auf den drauf und so, aber wann und wie? Was soll der andere in der Zwischenzeit machen? Wie müssen die runterfallen? Keine Ahnung. Uff. Irgendwas mache ich da gehörig falsch. Aha, jetzt sah es richtig aus. Das sah jetzt das erste Mal richtig aus. Oh Gott. Aber was habe ich getan? Ne, so mal stoppe ich den. Das soll ich ja nicht tun. Ah, nee, Mann. Na, so nicht. Aber das sah jetzt erstmal richtig aus. Ich weiß aber nicht, wie ich es gemacht habe. Und dafür sah es viel zu... Ne, das passiert viel zu oft, dass ich auf dem drauf lande einfach. Wie kann ich das denn verhindern? Wie weiß ich denn das... Also wie kann ich das denn wirklich wissentlich so beeinflussen, dass das genau das tut, was es soll? Weil es tut es ja nicht. Uff. Das ist ja wieder reines Trial and Error hier auch. Ah. Ich bin ja wieder nicht so begeistert gerade. Ach komm, mach doch so einen Scheiß da nicht. Das meine ich. Das darf eigentlich ja nicht passieren. Wie verhindere ich das? Wie kann ich das wirklich aktiv verhindern? Ja, indem ich einfach später hingehe. Okay, kann ich verhindern. Trotzdem ist mir das ein bisschen zu random. Weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch was falsch. So, jetzt auf den. Okay, okay, okay. Das hätte funktionieren können. Hat's nicht, weil ich doof bin. Ist okay. Kann ich mitleben.
Aber bis ich hier halt richtig falle, das ist für mich nicht so, dass ich das beeinflussen kann. Es ist mal passiert und mal nicht. Also, na toll, danke. Wie geht's dann da weiter? Ich habe keine Ahnung. Toll. Toll. Großartig. Vielleicht gibt es ja auch, es muss irgendwie ein anderes Setup geben. Es muss irgendwie ein Setup geben, sodass das funktioniert. Und ich mache es falsch. Na toll, jetzt habe ich den mitgekillt. Ah nein, nicht Neustart. Jetzt habe ich den mitgekillt. So ein Mist. Jetzt habe ich ihn wieder. Das gibt's doch nicht. Immer noch nicht Neustart. Okay. Nein! Aber das war jetzt meiner. Wir kriegen langsam eine Konsistenz hin. Hier hoch, dann darüber, so dass ich nicht anecke und dann passt die Geschichte nämlich. Well, what? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ja, wir kriegen jetzt eine Konsistenz hin. Ich nehme an, der erste Kasten ist der, wo ich springen soll, oder? Aber wahrscheinlich muss ich es noch ein bisschen mehr regulieren. Wahrscheinlich ist es nicht so getimed, dass es wirklich perfekt funktioniert. Aber das klappt jetzt schon mal. Aber das klappt noch nicht. Da muss ich langsamer springen wahrscheinlich. Ja, das war jetzt zu langsam. Okay, aber wie gesagt, das hier funktioniert jetzt. Da bin ich zu schnell. Ich bin da einfach viel zu schnell. Ja, aber wo... Wie soll ich denn dann eigentlich weitermachen? Soll ich den in der Luft auch nochmal mitnehmen? Oder? Na toll. Huch. Ja, so halt nicht. Ja, aber ich habe keine... Wo ist dann der zweite Treffer? Also ich habe halt gedacht, er hat es wieder markiert, weil er alles bisher markiert hat, was ich tun soll. Jetzt ist da nichts markiert. Muss ich jetzt da was tun oder liege ich einfach falsch? Soll ich den hier mitnehmen oder welchen nehme ich mit? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach. Ich werde jetzt einfach den mitnehmen, wo jetzt keine Markierung ist. Danke, dass ich nicht springen darf. Na, Etzler, hör doch auf, Start zu drücken. So, jetzt nehme ich den mit und dann gehe ich hier hin und dann habe ich keine Ahnung. Okay. Okay. Jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo es dann mit On-Off hin und her funktioniert. Ich hoffe, es ist soweit alles richtig, aber es fühlt sich ganz komisch an. Weil es war davor alles so ein bisschen erklärt und hier muss ich jetzt aber plötzlich einfach in der Luft einen mitnehmen, der nicht wirklich markiert ist. Nicht, dass er markiert sein müsste.
Aber es war halt vorher alles markiert. Das irgendwie hat sich da so ein bisschen... Danke. Die Logik verabschiedet. Ich weiß es nicht. Habe ich nicht verstanden. Na, jetzt geht das wieder los. Bin ich dafür wieder zu doof. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch, weil... Ne, ich beachte die Pfeile teilweise überhaupt nicht mehr. Hier ist der erste Treffer, aber hier ist jetzt bei mir halt der zweite. Und das ist... Das wirkt komisch. Das wirkt nicht richtig. Weil ich die Trampoline bei der Säge vorher damit gar nicht nutze. Ne? Ich nutze die gar nicht. Irgendwas mache ich anders, als es gedacht ist. Irgendwas mache ich anders. Das ist das Problem. Dadurch fühlt sich's falsch an. Ne, hier. Ah, das war... Wait. Komme ich da wieder zurück? Ah, Mist. Aber war das jetzt richtig? Es fühlt sich so weird an, Twakes. Na, guck mal, der landet bei mir ja gar nicht auf den zweiten Dingern drauf. Und da muss er ja aber anscheinend landen, dafür sind die da. Aber was soll ich tun? Das klappt halt soweit. Ah, Mann. Dann weiß ich aber nicht. Wir probieren es einfach. Danke für nix. Nein, 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 das machen wir nicht. Das war's nicht. Also irgendwas muss hier anders sein. Ich weiß nicht was. Vielleicht will er mir auch mit den Linien irgendwas noch erzählen. Hier mit dieser Linie da zum Beispiel. Die so rauf und runter führt. Keine Ahnung. Ach Mann. Wird halt gerne mal sehen, was passiert, wenn ich da runterfalle. Ob dann das Blaue weggeht oder ob es bleibt. Oder keine Ahnung. Dieser erste Kasten, den verstehe ich nicht. Ich wollte in dem Kasten springen, aber wenn ich in dem Kasten springe, treffe ich die Shell hinten nicht. Den Käfer hinten nicht. Also springe ich ein bisschen später. Dann komme ich hier zwar weiter, aber habe halt das Gefühl, dass irgendwas völlig falsch ist. Und ich sehe es nicht. Ich werde es nicht feststellen. Ich muss da unten mal landen. Weil soweit sieht es ja aus, als ob ich weiterkäme. Mann. Soweit sieht es ja aus, als ob ich weiterkäme. Problem ist gerade nur, dass ich nicht weiß, ob es richtig ist. Das ist alles. Von der Umsetzung her wäre alles in Ordnung, wenn ich wüsste, es ist okay. Wenn ich wüsste, was ich tue, passt. Wenn ich wüsste, ich komme so ins Ziel irgendwann. Ah, Mann. Da komme ich wieder nicht dran vorbei. Das ist aber jetzt mein eigenes Versagen da hinten. Ne? Das ist klar. Nur der Teil hier vorne fühlt sich verdammt weird an. Keine Ahnung, ob ich das richtig spiele. Und ich krieg die... Das gibt's doch nicht, dass ich dafür jetzt zu doof bin. Ach, das kann doch nicht sein. Das ist doch eine einfache Stelle. Na, wenn ich in der Münze direkt springe, dann haut der Sprung nicht hin, wie er gedacht ist. Wenn er so gedacht ist. Also, ja, oder ich springe halt einfach gar nicht.
Warte, lässt sich das noch retten? Achso, nee. Nein, lässt es sich nicht. Wo sind wir eigentlich mit der Aufnahme? Oh je. Weil ich den Decay-Level von dran hatte. Ach, Mist. Weil ich den Decay-Level dran hatte. Aber ich verstehe den Decay-Level ja auch nicht. Aber beim Decay-Level habe ich dafür das Gefühl, dass mir eine Mechanik fehlt. Irgendwas mit den Pflanzen, was man tun kann. Was ich nicht verstanden habe. Da fehlt mir irgendeine Mechanik. Das fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich weiß nicht warum. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Jetzt hatte ich's doch fast. Ich fänd's einfach nicht raus. Oh, Mann. Why though? Warum krieg ich diesen beschissenen Sprung nicht hin? Der ist doch nicht schwierig. Na hier, ich komme überhaupt auch nicht mit den Münzen. Ich folge überhaupt nicht der Münzenspur. So wie ich das spiele, kann ich die Münzen nicht einsammeln. Na, weil ich ja hier den Zwischenschalt mache und dieser Zwischenhalt ist falsch. Den gibt's eigentlich nicht. Aber ich frage mich halt, ob der jetzt später mir was verbaut oder nicht. Oh, wir sind endlich mal durch. So. Und jetzt? Und jetzt muss da eine Shell sein. Super. Wie? Na, das ist genau falsch. Der darf hier nicht sterben. Oder muss ich den einfach schneller verfolgen? Bin ich da zu langsam oder was? Was ist dieses Kästchen? Was muss ich hier tun? Was ist dieses Kästchen? Das ist alles Quatsch. Ich würde es halt gerne schaffen. Vielleicht bin ich... Ich versuche mal anders zu rennen. Ich muss es so schaffen, dass ich mit einem Sprung direkt weiterkomme zu dem, dass der andere weiterfährt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der andere muss weiterfahren. Der Sprung muss so funktionieren, dass ich von da direkt zu dem anderen komme. So muss dieser Sprung gehen. Und der andere darf mich nicht interessieren.
Na, so ungefähr. So muss der Sprung sein. Und dann muss ich darüber. So, genau so. Und jetzt geht die andere da noch rum. Und jetzt ist die aber da. Und jetzt ist die da. Oh Gott. Holy shit. Okay. Das war aber echt ein verdammt weirdes Setup. Also ich weiß ja nicht. Okay. Verstehe, was hier passiert. Glaube ich. Verstehe nicht, wofür die Plattform da oben da ist, aber gut. Ja, man kommt halt auch so drüber. Jetzt muss ich darüber. So. Dann killt er das und dann gehe ich da hoch. Das hat nicht funktioniert. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Eigentlich sollte er das gar nicht auslösen. Eigentlich will ich die roten da nicht haben. Wegen mir kann der bleiben, wo der Pfeffer wächst. Oh Mist! Schlecht getimed. Eigentlich können die blauen bleiben, ne? Lass das. Hör auf, irgendwas zu drücken. Ich will das gar nicht. Ach so, hä? Jetzt... Der da drüben hat das jetzt... Wir hatten jetzt den Geschalter gedrückt, als ich da hingekommen bin. Dann muss es andersrum sein. Damit der... Wenn der da ist... Okay, okay, okay. Dann muss das andersrum sein. Aber Twakes, ich würde an deiner Stelle mal aufhören, diese Dinge mit kurz und knackig zu bezeichnen. Das ist halt alles andere als kurz. Dafür ist es knapp. Guck mal, der wird ja da aufgehalten. Das heißt, der wird ja davon nicht betroffen. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Wenn ich hier oben bin, dann löst der den aus. Und jetzt gibt es ja keinen mehr, der da noch... Ja, gut. Das funktioniert dann wohl nicht mehr. Aber ich habe so das Gefühl, Twakes hat sich ein etwas anderes Setup vorgestellt. Ich weiß es nicht. Irgendwas sagt mir, das Setup ist nicht so, wie ich es spiele. Vielleicht ist ja dann doch da oben dieses Ding aus irgendeinem Grund wichtig, damit er irgendwas auslöst. Nö. Hat nichts ausgelöst. Hm.
Jetzt passt's. Ah, okay, jetzt passt's. Ich muss vor dem hin, alles klar. Ergibt auch Sinn. Er löst den aus. Also ich löse erst mit der Shell den roten aus. Und wenn der andere ankommt, löst er mit dem blauen aus. Und dann passt die Geschichte nämlich. Eieiei. Ne, ist jetzt nicht so gut. Ich muss schneller als er hinten sein. Pow. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Wir spielen das Level auf jeden Fall noch zu Ende. Nein! Ja, toll! Der darf noch nicht los. Gut. Was soll mir das eigentlich nützen? Also selbst wenn... Die fällt ja schneller runter als... Hä? Also das mit der Plattform macht es mir schwieriger als der normale Sprung. Soll die irgendwas... Bringt die mir irgendwas? Dass die irgendwas verhindert da oben? Was da oben passiert oder so? Keine Ahnung. Das kommt mir nicht so vor. Kommt mir überhaupt nicht so vor. Als ob die irgendeine Bedeutung hätte. Da läuft ja schon los, der Doofkopf. Toll. So, okay. Ich kann ihn halt neu holen. Okay. Ziel. Passiert hier noch was, was schief geht, oder... Kann ich hier direkt ins Ziel, oder was? Kriege ich das jetzt wieder frei? Yo, Twix, was? Wie geht das denn? Ach so, weil der anders ist beim Reinlaufen. Ja, was für eine beschissene Zeit ist das denn, Alter? Button Mashing! So. Ah. Oh. Was zur Hölle? Ach, oh, diese Twix-Level. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.